grüßt euch ihr Lieben. Willkommen zu einem schönen neuen Video von mir. Ich bin jetzt gerade in Westwick im Sauerland und habe hier was Schönes entdeckt. Ich hatte eigentlich was anderes vorgehabt, aber wie es der Zufall so ergibt, ich habe hier ein bisschen Brachland gefunden, das gehört wohl der Deutschen Bahn. So, und solange keiner was sagt, irgendwie, oder weniger gesagt, sehe ich mich mal ein bisschen um. Ja, und ihr kommt natürlich mit mir. Das sieht sehr interessant aus. Wir werden mal gucken, was ihr alles so findet. Ich bin schon mittendrin, aber ich gucke trotzdem, dass ich euch alles Möglichkeit zeige. So, und wie gesagt, sofern keiner kommt und was Gegenteiliges sagt und mich verscheucht, sehe ich das mal so an, dass es wohl ein bisschen als genehmigt gilt, weil es war nichts abgesperrt, es gab keine Verbotsschilder. Also, in dubio pro reo, Grauzone forever. Hier haben wir was richtig Nices. Ich weiß nur nicht, was es ist, aber es ist richtig nice. Ja, wie man sieht, uralt. Könnte es sogar schon zu der Zeit gegeben haben, als der Adi noch gelebt hat, ich weiß es nicht. Hier stehen überall die Züge rum, die sehen euch auch. Ich werde hier nicht so lange bleiben, ich gehe direkt mal wieder. So, ich würde mal sagen, dieses Areal, wo ich mich befinde, war wohl anscheinend mal ein ehemaliger Güterbahnhof oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall gehört es der Deutschen Bahn, vielleicht auch der Bundesbahn. Hier sieht man schon mal einen Gleiskörper, dass hier kein Zug mehr drauf fahren kann, logisch. Kann jede Bumsbirne drauf kommen, dass das so ist. Aber das hier ist auch nicht von schlechten Eltern. Ich weiß leider nicht, was das hier ist. Aber es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Also, ein Zug ist hier schon mal nicht reingefahren. Könnte gut sein, dass vielleicht für Kraftfahrzeuge sind. Irgendwas zum Abladen oder sonst irgendwas. Aber auf jeden Fall richtig nice. Das wäre auf jeden Fall die richtige Kulisse, um ein Heavy-Metal-Video zu drehen. Oder Hardrock-Video. Warlock, Doro, was auch immer. Auf jeden Fall eine perfekte Kulisse, um irgendwie was Künstlerisches zu machen, weil sowas ist immer gefragt. Ich finde sowas eigentlich auch ganz herrlich. Ist zwar schade, dass alles so kaputt ist und die Ruinen nur noch eine Erinnerung an andere, also bessere Zeiten sind, aber trotzdem, ich finde sowas faszinierend. Gut, dass ich Arbeitsschuhe an habe. Hier haben wir auch wieder irgendwie was. Das kann ich auch nicht zuordnen. Auf jeden Fall altes Gelände von der Deutschen Bahn. Kann alles möglich gewesen sein. So, ich vermute mal, dass hier an dem Stück, wo das grün ist, dass da wohl mal einen Gleisanschluss gab. Hier auf der Seite gab es auf jeden Fall irgendwo. Ich kann auch nicht mal genau folgen, den Verlauf. So, und da haben wir jetzt noch was anderes. Mal gucken, was das hier ist. Tja. Ja, ich kann das irgendwie alles nicht so wirklich zuordnen. Das sieht doch interessant aus. Das ist auch interessant. So ein Turm. Wer weiß, was da drin gewesen ist. Man müsste immer im Internet gucken, was das ist. Jetzt weiß ich nicht. Nachher werde ich schlauer sein. Ja, betreten verboten. Ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ja keine Verbotsschilder und so. Das stimmt nur halb. Das hier ist zwar ein Verbotsschild, aber guck mal, wie blass das ist. Obwohl, das sieht noch richtig modern aus. Das wird jetzt aber jetzt nicht mal gültig sein. Ich denke mal, das ist aufgehoben worden. So sehe ich das zumindest. Das hat nichts mit Unrechtsbewusstsein oder sowas zu tun. Hier haben wir auch was ganz Nices. Übrigens, ich gehe ja gerade über Schienen drüber. Oder ehemalige Schienen. Man sieht ja, das Gras über die Sache gewachsen war, des Wortes. Tja, das sieht ganz eindeutig nach einem Fernsprecher aus. Auf Deutsch Telefonzelle. Und das haben sie auch angestrichen, das war früher mal gelb, man sieht noch die gelben Spuren, das sind diese eckigen Dinger, die es noch bis Anfang der 90er gab, dann wurden die durch die abgerundeten Nachfolger ersetzt. Aber eigentlich wollte ich das nicht so fachmännisch über Telefonzellen reden. Fakt ist, wo auch immer verlassene Plätze sind, ist der Vandalismus auch nicht fern. Und das finde ich einfach nur schade, wegen solchen Idioten, ja, minder bemittelten Idioten, haben es dann andere, die wirklich nur mal gucken wollen, dann schwer, weil sie dann nirgendwo hin dürfen. Tja, Vandalismus hasse ich. Diese ganzen Vandalen, das sind die Leute, die müsste man echt mal zum Steinekloppen irgendwo hinschicken. Einfach mal Strafarbeit. Das geht einfach nicht, sowas. Oh, hier geht's tief rein. Wie tief weiß ich nicht. Auch geht. Ist also nicht so, dass ich komplett da versunken wäre. Ich bin immer noch schon immer aus irgendeiner Gefahrenlage sauber rausgekommen.
Das wird sich auch so schnell nicht ändern. Ich gehe mal jetzt hier rum. So, das sind auch Gleise hier. Das hier wiederum nicht. Ja, ziemlich bemoost alles hier. Das ist nicht mehr wieder zu erkennen. Das muss Jahre her sein, dass hier mal was gewesen ist. Also Jahre her sein, dass es mal zuletzt benutzt wurde. Jetzt ist es vergenutzt, nicht mehr im Betrieb. Dysfunctional and defunct. Disused. Es ist einfach nicht mehr im Betrieb. So, der Turm würde mich auch mal interessieren. Und ich guck mal, dass wir da irgendwie mal hinkommen. Aber nur im Rahmen der, sag mal, legalen Möglichkeiten. Hier sind noch ein paar Container. Keine Ahnung, wofür die da sind. Die werden auch schon mal verlassen. So, ein Schild. Da kann ich als Experte sagen, das war mal ein DB-Schild von wegen Bahnanlage. Der DB betreten verboten und, also zumindest für Unbefugte, aber ja, ist leer. Oh, man kommt da rein. Ja, ich gucke mich um, sehe niemanden. Gelegenheit ist günstig. Wir schauen uns mal um. Oh, das ist der Turm. Interessant. Wahnsinn, ich wollte nach Bestwick fahren, um Busse zu fotografieren und den BRS-Betriebshof zu finden. Was ist? Ich habe hier was ganz Interessantes gefunden. Man muss aber vorsichtig sein. Shit. Ist das die Zustandsbeschreibung? Oh, Andrea, ich glaube, das wäre was für dich. Das sieht nach einem alten Funkturm eventuell aus. Auf jeden Fall sind da elektrische Anlagen. Ich zoome mal ran. Sehr alt. Den Strom hast du noch in D-Mark bezahlt, so alt ist der. Tja. Rein kann man natürlich nicht mehr. Ist auch gut so, dass abgeriegelt wurde. Weil es nämlich auch schon ein bisschen gefährlich und das Gelände dürfte auch nachgeben. Also man bringt sich in Lebensgefahr, wenn man reingeht. Mir reicht die Ansicht von außen völlig. Man sieht ja, die Stahlstreben kommen schon zum Vorschein. Richtig brüchiger Beton. Also ich sollte hier auch nicht so lange bleiben, weil wenn mir was auf die Birne fällt, bin ich es selber schuld. Und ich habe keinen Bock, dass ich auf einmal auf einer anderen Bewusstseinsebene bin. Deswegen mache ich hier ganz fix. So, das hier ist auch ein altes DB-Gebäude. Oh, man kann da. Oh, da kann man sogar rein. Ich werde aber jetzt nicht reingehen. Ich werde nur gucken. Nur mal reinhalten, mehr nicht. Obwohl, in Anbetracht, dass da anscheinend was zu sehen gibt, sollte ich vielleicht. Nee, Leute, doch, das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt noch rein. Ich muss nur gucken. I watch every step I take. I'm watching every move I make. Oh, muffig riecht's. Muffiger Beton. Wahrscheinlich auch noch mit Silikat ausblühen und Schimmel. Der Vandalismus macht natürlich von nichts halt. Ja, auch schmeiß die Möbel aus dem Fenster. Wir brauchen Platz zum Tänzen. Rostig ohne Ende. Rost, Schimmel, Feuchtigkeit. Und irgendwo auch für einzelne Silikatausblühungen. Falls ihr nicht wisst, was Silikatausblühungen sind, googeln. Google ist euer Freund. Oh. Okay. No way to go. Macht nichts. Ich weiß auch, dass ich da rauskommen kann, wo ich wieder reinkomme. Das gucke ich mir gleich mal von außen an. Also auf jeden Fall interessant. Jetzt wird es ein bisschen dunkler. Auf der Kamera ist aber zum Glück zu sehen. Ja, scheiß Vandalen hier alles. Aber so abgerissene, abbruchreife Dinger wären echt geil für so Musikvideos. Das erinnert mich jetzt gerade an The Prodigy, No Good, Start the Dance. Ist das dunkel, ey. Ich glaube, das traue ich mich jetzt nicht unbedingt hier mal reinzugehen. Weil es mir ein bisschen zu dunkel. Ich habe kein Licht dabei. Würde ich sagen, verzichten wir einfach mal drauf. Denn die eigene Gesundheit sollte schon wichtig sein. Nicht, dass mir irgendwas passiert, ich bin bewegungsunfähig. Und dann war es das. Oh, was haben wir denn hier? Eine sogenannte Kernbohrung. Eine Kernbohrung wird von Sanierungsfirmen gemacht.
um den Grad der Feuchtigkeit zu messen, der sich im Boden niedergelassen hat. Denn solche Dinge können auch schon mal schimmeln. Und dann war es das erstmal. Okay, kurzer Cut, damit ich mir mal raus kann. Ich brauche nämlich beide Hände. I return to daylight. Jetzt gucken wir uns mal den Rest an. Das war auf jeden Fall mal eine Bastion der Deutschen Bahn oder Bundesbahn. Aber das sieht alles noch so, sag mal, nicht so alt aus. So ist die Ziegelsteine. Stell's mal, wurde aber schon gebaut. Da gab es die Deutsche Bundesbahn noch. So, jetzt bin ich wieder irgendwo hier. Mann, dieser scheiß Vandalismus geht mir so auf die Eier. Hauptsache alles zerstören. Ich habe echt keine Worte dafür. Es gibt Leute, die sind einfach nichts heilig. Die machen es allem Schönen, nur fressen für die Säue. Wir haben sogar einen Durchbruch gemacht. Also schönes Verlassungsgebäude auf jeden Fall. Ja, schön, also naja, geht mit schön, ne? Aber League of Legends, also auch falsch geschrieben. Dann kann ich nicht lesen. Dominik stinkt. Ja, musst du mit Persil waschen. Ja, das sieht auch alles schon wieder so älter aus. Oh, was haben wir denn hier? Meine Fresse, hier gibt es echt viel zu sehen, das ist ja nicht zu glauben. Ach, das ist da, wo ich nicht rauskam. Da unten, genau. Die Stelle, da, habe ich vorhin rausgefilmt, aber ich wäre da nicht rausgekommen. Gut, das können wir uns hier von hier aus ansehen. Da muss ich jetzt nicht durch die abgeholzte Landschaft tapern, das reicht so. Das ist mir saugefährlich. Sieht auch sehr brüchig aus. Jetzt würde mich mal interessieren, was das hier war. Das hat auf jeden Fall mit der Deutschen Bahn zu tun. Mehr kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Sieht fast aus wie so Ringlaufschuppen, aber dafür reicht die Architektur nicht aus. Architektur. Ich trinke gleich mal einen Schluck Wasser. Gehen meine Formulierung noch flüssiger. Ups. Ich habe schon gesehen, ich habe den Rucksack mitgenommen. Puh, geh weg, Amase. Oh Scheiße, man kann ja tatsächlich hier raus. Davon werde ich aber Abstand nehmen. Was ist denn hier dran? Okay. Das könnt ihr schaffen, da durchzukommen, aber ist auch gefährlich. Hier ist irgendwas. Kann man nicht sehen, ist so dunkel. Vielleicht war es auch nur einfach ein Dienstraum, aber der sieht so, ja, sicher aus, die Tür. Also Feuerschutztür. Oh. THW. WC. Tja. War mal ein WC, der Porzellangott ist weg. Waschbecken ist auch weg. Ja, interessant. So. Ich könnte jetzt tatsächlich hier durch die Dinger durchtapern. Aber wie vorhin beschieden, werde ich davon Abstand nehmen. Das ist mir zu gefährlich. Außen könnte noch was runterkommen. Ein Restrisiko ist nämlich nie auszuschließen. Und ich will leben. I will survive. I will survive. Ich glaube, das schneide ich besser raus. Ein netter Boden ist das. Nee. Geil, Mosaik. Das könnte auch schon aus den 70ern sein. Oh, warte mal, hier liegt ja was. Star-Projekt, der Gast ist der Star. Das wird weniger von der Deutschen Bahn sein, würde ich mal sagen. Hat irgendjemand hier wohl was? Problematische Besucherbeschwerden? Hat irgendjemand hier liegen lassen. 20.04.2012. Hat mit der Deutschen Bahn nichts zu tun. Mann, Mann, Mann. Oh, hier ist ein bisschen mehr lichtdurchlässiger. Wollen wir erstmal nochmal ins Dunkle gehen? Was steht da? Berg Neustadt war hier. Vom Berg Neustadt nach Bestwig, das war schon ein schönes Stück. Aber ich würde jetzt nicht hinschreiben, Düsseldorf war hier. Gut, Berg Neustadt war hier. Jetzt ist Düsseldorf hier. Mal gucken, wer als nächstes kommt. Am besten so ein Besucherbuch anlegen, wa? Ja. Ja, das sieht. Ja. Was das ist, weiß ich nicht. Warte mal, könnte vielleicht eine Küche gewesen sein, das ist so eine Art Essensausgabe, aber. Ich weiß nicht. Oh, ich könnte hier jetzt direkt raus. Sauber, vielleicht mit Scherben. Am besten erst gar nicht anfassen.
ist eigentlich alles Altglas. Interessant ist das auf jeden Fall. Das muss man einfach mal sagen. Und sau alt, die Dinger. Aber von außen sieht das aus, wenn das nicht so alt wäre. Deswegen, oh, warte mal. Vielleicht kann irgendjemand von euch damit was anfangen. Dann kann er es mir, wenn er die Güte hat, das erklären. Ich glaube, ich gehe mal die mal rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich will keinen Ärger hier bekommen. Die Dosen sind... Moment, das gucke ich mir jetzt mal oben an. Ich glaube, hier kann man gefahrlos hochgehen. Oh boy. Oh, oh, oh. Bleibe ich aber nicht lange. Die Dosen sind eine Freund... Hä? Irgendwas mitgebracht. Also irgendjemand kann entweder schlecht Deutsch oder einfach nur schlecht schreiben. Ey Leute, vergesst mich nicht. Das heißt, vergesst mich nicht, aber gut. So. Interessant, interessant, interessant. Sag mal, Beathauser, wäre das nicht mal was für dich? Supperment? Kommt von der Schweiz nach Düsseldorf? Nein, Quatsch, Düsseldorf, ich sag Sauerland, also hier. Kannst ja Fotos von machen. Ist nur die Frage, ob du das Wagnis eingehen möchtest. Weil ich mach's immer so, Sprachländer finde, und dann einfach mal reintappe und nicht lange um wegen Genehmigung frage. Weil wer wird schon eine Genehmigung dafür austeilen? Außerdem fühlt sich sowieso keiner für sowas verantwortlich. Oh, warte mal, da haben wir doch was. Vorsicht ist Unfallschutz. Naja, es gab mal eine Zeit, da hat man auf Unfallverhütungsvorschriften gepfiffen. Ja, irgendwie wollte ich jetzt was gesagt haben, aber wenn man mal Schweigen im Wald, aua. Komisch, dass hier abgezäunt ist und da hinten nicht. Hier ist besser. Ich habe keinen Bock, jetzt einen riesen Jump zu machen. Ich bin noch nicht bei Super Mario oder Duke Nukem. Ist einfach so. So, jetzt sind wir wieder frei. Jetzt gucken wir uns weiter das andere Brachland an. Hier gibt es unglaublich viel zu sehen. Gut, dass ich die Überlänge bei YouTube freigeschaltet habe. So, hier haben wir was Interessantes. Irgendein Leitungsrohr. Obwohl, naja, interessant. VDW Hildesheim. Also niedersächsische Grüße. Heute wollte ich eigentlich auch nach Niedersachsen gefahren sein, aber fahrplanmäßig hat das alles nicht so hingehauen. Auch wegen Bauarten wieder. Da bin ich sauer. Kannst ja nur sauer sein über so eine Scheiße. Schande Zoch verpasst. Das geht mich auf ein Pinneken. Also auf jeden Fall muss das mal ein Güterbahnhof gewesen sein. Hier sind zwei Prellböcke, noch zwei Gleise. Sonst nicht mehr viel zu sehen. Das da vorne, wo die Züge und alles stehen, ist noch Betrieb. Und diese komischen Bogen, die sie da haben, erinnern mich so ein bisschen an die Niederlande. An Venlo. Venlo, das ist gut. Lech ist verdammt. So, jetzt gucken wir uns das mal an hier. Oh, da ist jemand. Ich tue so, als hätte ich mich verirrt. Im Prinzip habe ich mich ja auch hierhin verirrt. Ich habe nämlich was anderes gesucht. Geile Sache, Alter. Richtig alles verlassen, richtig großes Brachland. Das ist unglaublich. Ach, ich erkläre einfach, wie die Sache ist, wenn mich jemand anhält. Was will er machen? Strafanzeige? Lächerlich. Oh nein, jetzt bin ich ja doch hier drin, obwohl ich das nicht wollte. Ich kann nur rätseln, was das ist. Und ob hier Züge reingefahren sind, weiß ich auch nicht. Das sieht aus wie so eine Arena hier. Also abgesperrt ist hier nichts. Es gibt auch irgendwie keine Zutrittsverbotenschilder. Zutrittsverbotenschilder. Hier ist schon wieder so ein Loch. Da ist aber keine Kernbohrung. Da war mal eine Stange drin. Stange ist weg. Ich frage mich, wie das alles mal vor 20, 30, 40 Jahren ausgesehen haben muss. Also alt ist das auf jeden Fall. Wollen wir gar nicht drüber auf den Fall. Wollen wir auch gar nicht über den heißen Brei rumreden? Was ist denn hier so feucht? Hat es gestern geregnet irgendwie im Sauerland?
Ey, es gibt überall Wege, wo man rein kann. Das ist unglaublich. Man kann überall hin. Das Video wird wahrscheinlich locker eine halbe Stunde betragen. Ich muss aber trotzdem aufpassen. Zum einen, ob hier jemand kommt. Und zum anderen, ob es nicht doch irgendwann ein bisschen gefährlich wird. Auf jeden Fall geil. Wenn nicht, dass da was runterkommt. Cihan Sophie. Cihan ist ein türkischer Name. Original türkischer Name. Junge, 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 das hört gar nicht mehr auf. Er muss ja ein riesen Ding gewesen sein hier damals. Da bin ich ja echt mal gespannt, was das hier war. Spannend auf jeden Fall. So, man kann hier auch rein. Da oben, glaube ich, kann man nicht hin. Aber ich würde da auch wirklich abraten. Weil die Treppen 100 pro morsch sind. Und ach du Scheiße. Ey, man kann hier überall rein, das ist unglaublich. Aber man findet hier sowieso nichts. Hier sind irgendwelche Vandalen, die alles besprühen, alles zerstören. Der Zahn der Zeit neigt auch noch. Ah ja, siehst du, und genau aus diesem Grund ist das gefährlich. Wenn da jetzt was abblättert, hier, guck mal. Okay, wenn jetzt so ein Brecher da noch dran bleibt, okay, aber. Leute, bei aller Liebe, ihr könnt reingehen, wenn ihr wollt, aber ich gehe hier nicht rein. Hier soll ich mir mal so einen Schutzhelm besorgen, obwohl ich habe einen zu Hause, aber. Auch darauf war ich ja jetzt nicht gefasst, deswegen. Tony Polster, Pins, fuck you. Fuck you, die schönste Liebeserklärung der Welt. Ja, ich spreche fließend ironisch. Mit sarkastischem Dialekt. Ach du Scheiße. Jetzt will ich erstmal die Decke checken. Kabel rausgerissen. Also hier würde ich eigentlich normalerweise ohne Helm gar nicht rumlaufen. Da kann ja sonst was passieren. Also, ach du Scheiße, da ist ein Loch drin. Jetzt kriege ich ein bisschen Schiss. So, ihr könnt gucken. Nicht, dass jetzt der Boden sich auftut, aber es sind auch Stahlstreben, deswegen. So, ich begebe mich mal kurz. Ihr könnt runter gucken. Ich mache mal einen kleinen Schwenk, was hier so ist. Ich werde das jetzt so nicht sehen können. Aber ich denke mal, es dürfte auch nicht so interessant sein, weil hier ist einfach nur Schutt und alles. Das Ding kann man... Ach du Scheiße. Bozkurt. Türkische Nazis. Ice-T. Eins der gefährlichste weiße Gangster-Rapper. Mittlerweile so gefährlich wie ein Schmusekätzchen in der Hitze. Und ich glaube, frauenfeindlich war der auch. So, ich höre es hier plätschern, hier ist irgendwo im Gewässer, aber ist ja auch schon Ende alles. Mich würde ja echt interessieren, was das hier war. Ich werde das einfach mal nachgoogeln. Stichwort ist auf jeden Fall Westwick. Und Deutsche Bahn. So, einen kleinen Cut. Dann gehen wir mal woanders hin. Ist wieder ein anderes Gebäude, wo ich bin. Die haben ja so viele. Sah aus wie die sanitären Anlagen. Jetzt sieht es eher aus, ja, als wenn man den Boden aus den Füßen weggerissen bekommt. Oh, bitte, das lass aber jetzt kein Asbest sein, oder? Ich hoffe mal nicht, dass das Asbest ist. Ich verpiss mich da auf jeden Fall erstmal. Da sieht mich alles so komisch schwarz aus. Asbest ist sehr ungesund. Und wenn Sanierungsfirmen Asbest entsorgen müssen, das wird richtig teuer. Da kriegen die richtig Geld für. Ich kenne mich aus, ich war mal bei einer Sanierungsfirma, auch wenn nur für kurze Zeit, und auch als Leiharbeiter, aber ist ja nicht so, dass man nichts mitkriegt. So, hier haben wir ein Stück Fußweg. Und hier nochmal das Schild, was zwar zeigt, dass eine Bahnanlage ist. Betreten für Unbefugte verboten, aber... Ich glaube, generell sollte man nicht mehr betreten, weil die Unfallgefahr jetzt ja prozentual sehr gestiegen ist. Deswegen, ja, das war es erstmal, würde ich mal sagen. Das war es auch. So, das war das Brachland, das ich gefunden habe. Durch Zufall. Ne? Hatte eigentlich was anderes vorgehabt. Aber... So, ich würde mal sagen, das war es erstmal. Ich mache hier jetzt mal Schluss an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht kann der eine oder andere mir auch was dazu sagen. Ich gehe jetzt dahin. BLS-Betriebsstelle. Mache das, was ich eigentlich machen wollte. Muss fotografieren. Ich wünsche euch was. Ciao.